Ich war kürzlich beim Fußballspielen meines kleinen Sohnes. Und da war ein Kind, das hat ständig über die Fehler der anderen Kinder in der Mannschaft, für das mein Sohn spielt, das Kind hat die anderen Kinder ständig auf ihre Fehler aufmerksam gemacht. Hat gesagt, Mensch, warum spielst du den Ball denn ins Aus? Warum lässt du den Ball denn ins Tor? Warum machst du dies, warum machst du das? Das hat er in einer Inbrunst gemacht, sehr wütend, sehr laut. Mhm. Jedenfalls hat dieser Junge irgendwann ein Eigentor geschossen. Und dann habe ich, das hat mich so gefreut. Ne? Weil der hat die ganze Zeit gesagt, ey, ihr macht einen Fehler, du machst einen Fehler, du bist ein Arsch, du bist ein Idiot. Und dann macht er so einen Fehler und dann war ich so, super, super, andere, super. Dann war der so, super anderes Kind. Super. Mit Mütze am Tisch ist auch nicht geil eigentlich, ne? Die Situation ist folgende. Ja, die würde ich jetzt wirklich gerne erklärt bekommen. Ihr habt das eben meinem Jiu-Jitsu meine Mutter würde dich direkt vom Tisch schicken. Gott sei Dank ist sie hier. Ihr habt das beim Jiu-Jitsu schon gesehen. Ich habe so eine Kurzhaarfrisur, weil ich mir kürzlich in der Türkei die Haare abtransplantieren lassen. Du bist wirklich wie so ein richtiges Schwein. Ne? Wo hast du das gelernt eigentlich? Das tut mir leid. Wenn deine Mutter hier sitzen würde, würde dir links und rechts einer an die Fresse hauen wahrscheinlich. Wirklich, das ist unglaublich. Das ist eine Unverschämtheit, mir zu sagen, dass ich die Mütze abnehmen soll und dann hier so... wie so ein... Das ist nicht wahr. Es ist heiß. Es ist einfach sehr heiß. Also ich habe mir die Haare transplantieren lassen. Und fühle mich einfach wohler jetzt gerade mit Mütze im Fernsehen. Also viele Leute machen dir erstmal nicht Mut, wenn du dich im Ausland so einem chirurgischen Eingriff unterziehen lässt. Sie sagen, oh, sicher im Ausland, da geht doch bestimmt was schief, du wirst doch abgezockt, die bestehlen dich nur, diese Ausländer, nehmen uns die Frauen weg. Ich habe mir davor nichts darüber durchgelesen, keine Videos angeguckt. Ich dachte irgendwie, das ist mein Naturell, einfach machen. Das ist tatsächlich so mein Lebensmotto. Einfach machen. Das habe ich da auch gedacht und habe dann aber, als sie dann einfach gemacht haben, gedacht, einfach nicht mehr machen. Einfach, hört bitte einfach auf damit. Das war so schmerzhaft und so beängstigend und erschreckend. Hat es wehgetan? Furchtbar. Wirklich fürchtet. Es war wirklich... Man kriegt so Wasser oben, neben Kochsalzlösung oben in den Kopf reingespritzt, ne? Du kennst dich aus ein bisschen offenbar. Ich habe darüber schon mal was gelesen, lustigerweise, ja. Okay. Du bist gelesen, so ein, ne? Das war doch so ein in Japan war das doch so ein schrecklicher Trend, wo die sich dann vorne immer in die Stirn diese Kochsalzlösung reingespritzt haben. Ja, das habe ich auch bei Joko und Klaas gesehen. Und dann drücken sie rein und haben sie diesen Donut im Gesicht. Mhm. Einfach schön. Und das hattest du auf dem Kopf? Mhm. Ja, der ganze Kopf ist letztendlich wie so ein Donut. Mhm. Das ist als so eine Fettbirne. Mhm. Damit du an die einzelnen Haarfollikel rankommst und zwischen die einzelnen Haarfollikel. Also du musst da halt Platz schaffen, weil das ist echt eine feinste Arbeit, die die Leute da leisten. Das sieht einfach aus, wie als hättest du eine Kurzhaarfrisur. Die Haare sind auch noch dran, also das sind dann... Die fallen aber aus. Die fallen aus irgendwann und kommen dann wieder. Also die Wurzel erholt sich irgendwann von dem Schreck. Also erstmal erschreckt sie sich, dann fallen alle Haare raus, dann siehst du aus wie ich jetzt, also dann hast du halt so ein... Da ist halt dann einfach nicht mehr. So sehe ich aus. Schön, ich verstehe das mit der Mütze jetzt. Das ist aber wirklich... Nein, das ist nicht böse gemeint, aber ich kann es trotzdem verstehen. Ich meine es auch, also ich meine es wirklich nicht böse, sondern wenn man sich nicht wohlfühlt mit einer Situation, dann darf man da auch gerne mal ein bisschen eitel sein. Ja, und tatsächlich ist das ein ziemlich eitler Schachzug von mir gewesen. Auch das finde ich aber nicht schlimm. Nee, ich auch nicht. Ich finde das total okay. Ich arbeite in einem Beruf, in dem Besetzer, Besetzerinnen, Caster, Redakteure, Redakteurinnen gucken einen nach Katalog an. Die bekommen Vorschläge und das ist ähnlich wie in der Modelbranche. Ich nehme an, du bist Model, so wie du aussiehst. Und komm, der war doch nicht so schlecht. Der war genauso gut wie mein Hasenwitz. was steht denn jetzt an bei dir? Das neue Jahr hat dir angebrochen? Ja, ich bin tatsächlich ist Jiu-Jitsu eine Sache, die ich letztes Jahr nicht so verfolgt habe. Auch vor allen Dingen die letzten 3 Monate aufgrund der Operation nicht. Und da möchte ich am liebsten jetzt so schnell wie möglich, so weit wie möglich kommen. Auch. Also das ist ja einfach ein ewiger Prozess. Man kann sicherlich nicht alles lernen, was man da lernen
könnte, theoretisch. Also das ganze Wissen, das es da gibt, kann ein Mensch wahrscheinlich nicht lernen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber mein Ziel ist es, der so gut wie möglich da drin zu sein, wie ich eben sein kann. Und rein jobtechnisch? Jobtechnisch würde ich mich freuen, wenn was Tolles reinkäme. Ich habe mit meinem besten Freund, Kai Gero Lenke, der ist Autor, der hat bei den Spezialisten dann irgendwann die Head-Autorenschaft übernommen. Der sollte ursprünglich eine Folge schreiben und hat dann den Laden so überzeugt von seinem Können, dass die gesagt haben, ey, werd doch Head-Autor. Krass, und dann hat gut. Der, das war super. Und so hatten wir die Möglichkeit, endlich mal zusammen zu arbeiten. Wir hatten damals auch eine Sendung auf dem Kanal im Übrigen, auf dem Kanal Bremen. Die hatten wir zusammen. Das war so wie Jackass, nur gab es Jackass damals noch nicht. Ach, wie witzig. Das war wirklich sehr lustig. Das kann ich mir irgendwie gut bei dir vorstellen. Jetzt, also gerade wenn ich mir so deinen Instagram-Account anschaue, von Pille über Lorenzo bis hin zu dem armen kleinen Philipp. Sohn von Pille. Ach so, nee, Philipp ist nicht Pilles Sohn. Ach so, ich dachte, das wäre der Sohn. Nee, ist der Bruder. Das sind alles Brüder und das ist das Verrückte, auch alles Brüder von Weidenhöfi, von Matthias Weidenhöfi. Sind alles die sehen meine sich Brüder. Auch, irgendwie sehen die auch sehen ähnlich. Sehen sich schon ähnlich, ja. Aber mein Liebling ist ja Pille. Ja, der hat auch mehr Haare als ich zum Beispiel. Pille hat mehr Haare und ein schönes Gebiss auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich richtig scheiße finde? Kinder. Ich finde Kinder einfach richtig scheiße. Ich habe gerade wieder hier die beiden Kinder von meinem besten Kumpel. Und die sind so an Nerven. Pille, ich habe Hunger. Ich sagte, mach dir was zu fressen, sag mal, was ist mit dir los? Bist du behindert? Weißt du nicht, wie man sich einen Toast macht? Oder was geht in einen Toast, warum macht ihr einen Toast? Ja, du hast keinen Toast mehr. Ich sage, mach mal deine Augen auf. Ich gehe nach der Speisekammer, ich gucke rein, kein Toast mehr da. Ich sage, wo ist der Toast? Ja, keine Ahnung. Ich sage, bis eben war da noch Toast, habt ihr das weggefressen oder was? Ja, ich hatte Hunger, sagt der Dicke. Ich sage, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht einfach an meinen Toast gehen, sage ich. Frag mich vorher. Sieht auf jeden Fall gut aus, ja, kannst nicht sagen. Ist die Comedy-Richtung was dich interessiert? Voll. Schon immer. Ich habe nur... Also, naja, ich finde, also Comedy überhaupt. Kann ich dir ein bisschen Nudeln bitte klauen? Du hast ja einfach. Ich habe einfach alles genommen. Ne? Comedy ist voll mein Ding und ich liebe einfach Comedy aus den USA. In Deutschland gibt es natürlich auch viele richtig gute Leute. So gutes ja, natürlich, die haben das irgendwie erfunden. Ne? Die haben das Lachen einfach, guck mal, im Zweiten Weltkrieg wurde das Lachen einfach mit rübergenommen. Die ganzen Leute, die geniale Sachen gemacht haben, die ganzen Juden sind einfach rübergegangen in die USA. Und haben, also ich meine, wahrscheinlich kann man das gar nicht so verpauschalisieren. Nein? Ich glaube auch nicht, aber. Aber seitdem wird nicht mehr so viel gelacht in Deutschland. Also es wird eher gesagt, Til Schweiger hat wieder einen Film gemacht und der ist gefloppt in Hollywood. Ja, echt, das hat er auch echt verdient. Das ist ja so ein bisschen diese Meckerkultur sowieso hier in Deutschland bei uns. Statt zu sagen, Alter, der dass man da mal Dinge den und den Leuten, der hat da so ein Ding aufgerissen. Also das war doch schon immer so, dass die Deutschen eher über ihre eigenen Leute gemeckert und missgünstig waren. Genau. Ja, und das ist überhaupt nicht schade. Meine bestimmt Art. Nicht alle, aber es ist auffällig. Ja. Aber schön, dann hoffe ich, sehe ich dich bald mal, kann ich dich bald mal in deinem Stand-up, in einem Stand-up-Programm. Habe ich tatsächlich auch überlegt. Ja, mach das doch mal. Das es gibt doch auch so Open Mic. Kürzlich habe ich zum ersten Mal die Einladung bekommen, sowas zu machen. Mach das doch. Und dann habe ich überlegt, weil ich hatte meine Kinder zu der Zeit, ich hätte nicht einfach da hingehen, ich hätte einen Babysitter besorgen müssen und hätte innerhalb einer Woche 10 Minuten schreiben müssen. Oder ich hätte natürlich auch die Gelegenheit gehabt, mit Pille einfach dahin zu gehen. Und wirklich, Pille hätte ich ehrlicherweise gerne heute hier noch gesehen. Ich leider nicht mit. Lorenzo kannst du mir zeigen. Der ist ja immer geschminkt eigentlich auch. Hallo ihr Süßen. Es ist unglaublich kalt draußen und für gewöhnlich bin ich ja nicht so eine richtige Fotzboy. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, ne? Oh nee, stell mal vor, ich wollte eigentlich Frostbeule sagen, aber ja gut, dann bin ich halt heute meine Fotzbeule. Nee. Herr Weidenhöfer. Wie es angefangen hat, so hört es auf, kann es sein? Ja. Wenn einer sagt Herr Weidenhöfer, dann weiß ich schon. Wir müssen uns langsam verabschieden, leider. Okay. Nein, ist wirklich okay. Ja. Wie okay ist es? Nein, so auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 richtig okay ist, ist es. Ah, ist das scharf, ne? Das Essen ist richtig Mir hat scharf. Viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht hast du mich wirklich wieder dazu gebracht, zurück zum Kampfsport zu gehen. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde dir darüber
Bericht erstatten. Ja. Vielleicht komme ich nochmal mit. Komm einfach mit mir wieder mit. Ja, vielleicht mache ich das. Ich fand ja auch Robert sehr nett. Robert ist super. Ach, das ist vielleicht noch eine Sache, über die man vielleicht reden könnte. Robert und ich, wir geben zusammen einen Frauenselbstverteidigungskurs, den man auf der Seite bjjakademie.de. Blenden wir hier unten ein? Ja, blendet mal die Seite. Wir blenden es ein. Da bleibt man auf dem neuesten Stand und sieht einfach, wann dieser Selbstverteidigungskurs stattfindet. Für Frauen, finde ich spannend. Frauenselbstverteidigung, ja. Super. Ja, vielleicht komme ich da mal vorbei. Ja, total gerne. Also, vielen Dank. Danke, dass ihr uns verfolgt habt. Danke sehr. Danke. Klasse. Juhu. Und danke für deine Ehrlichkeit. Ja, gerne. Für deine Offenheit. Für deine nicht, heute nicht vorhandene Selbstironie. Ja. Das fand ich, hat mir sehr gut gefallen. No filter. Hashtag no filter. No filter. Ciao, Kakao.